Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Ramadan N. hat einen Gastronom im Landkreis Uelzen um 3000 Euro erpresst und einen Mann in einer Diskothek sowie einen Passanten angegriffen und schwer verletzt. Wegen dieser und weiterer Taten war der 27-Jährige im Februar vom Landgericht Lüneburg zu Freiheitsstrafen von 2 Jahren und 5 Monaten sowie zu 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden. Seine Revision gegen das Urteil wurde nun vom Bundesgerichtshof verworfen. Damit ist das Urteil rechtskräftig und Ramadan N. muss innerhalb der nächsten Wochen seine insgesamt 4 Jahre und 8 Monate dauernde Haft antreten. Sie hatten mit ihren Tierdarbietungen Zirkusbesuchern im Landkreis Uelzen eine Freude bereiten wollen. In den vergangenen Tagen gastierte der Zirkus Probst in der Stadt. Die Plakate zu ihren Vorführungen wurden allerdings von Unbekannten mit Bannern überklebt. Abgesagt, wegen Tierquälerei war auf ihnen zu lesen. Zirkussprecher Laurenz Thön berichtete, dass es immer wieder zu solchen Aktionen kommt. Bevensens Bauhof wächst. Die Mitarbeiter des Bad Bevensener Bauhofes nutzen zwar schon heute eine Fläche an der Bahnlinie, die bereits vor 5 Jahren von der Samtgemeinde erworben wurde, aber erst dieses Jahr wird das Gelände an die Bedürfnisse des Bauhofes angepasst. Künftig sollen auf einem etwa 2750 Quadratmeter großen Gelände an der Lindenstraße vor allem Verbrauchsmaterialien wie Schotter, Kies und Sand gelagert werden. Wir werfen einen Blick auf das Wetter. Mit östlicher Strömung bringt es dem Kreis Uelzen morgen erneut sommerliche Temperaturen. Damit diese am Nachmittag auch erreicht werden, scheint nach Auflösung von Früh- und Hochnebel ausgiebig die Sonne, wobei Regen ein Fremdwort bleibt. So könnte es am Dienstag bis zu 24 Grad werden. In der anfangs klaren und später stellenweise nebligen Nacht kühlt es sich auf 12 Grad ab. Der Ostwind frischt mitunter mäßig auf. Das war's mit AZTV für diesen Montag. Wir sagen Tschüss und bis morgen.